Guten Abend, Herr Klingbeil, nochmal sehr schön. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Herr Klingbeil, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wladimir Putin hat inzwischen bestätigt, dass Herr Prigozhin ums Leben gekommen ist. Das ist derjenige, der vor 2 Monaten gegen Putin gemeutert hat. Was wissen Sie darüber und sieht es so aus, ob Putin sich an Prigozhin gerecht hätte? Also ich muss ganz offen sagen, dass ich hier weder bestätigen noch dementieren kann. Ich finde, es zeigt deutlich, dass das System von Wladimir Putin Risse bekommt. Es geht nur noch mit brutaler Macht, es geht nur noch mit brutalem Terror, dass das System Putin aufrechterhalten wird. Und wenn das am Ende alles so stimmt, wie wir gerade vermuten, ist das ein weiteres Indiz dafür, dass Putin nicht mehr alles im Griff hat, dass Putin nicht mehr in Russland alles steuern kann, nur noch mit Terror und mit Unterdrückung. Und das ist erstmal auch ein Zeichen, dass ein bisschen auch Optimismus gibt, dass dort langsam dieses System Putin auseinanderfällt, und wünschen würde ich es mir. Die Frage an Sie: Machen Sie und Saskia Esken als Vorsitzende der SPD etwas falsch, weil Platz 3 hinter Union und AfD in den Umfragen kann Sie am Ende des Tages ja nicht zufriedenstellen? Also ich weiß, dass es gerade wahnsinnig turbulente Zeiten sind, und seien Sie sich mal sicher, ich bin jemand, der nie mit Platz 3 zufrieden ist. Also so, das ist auch nicht mein Anspruch. Wenn wir kurz bei der AfD bleiben, sind die Beruhigungspillen des Bundeskanzlers eigentlich das richtige Rezept, der sagt, naja, bis in 2 Jahren zur nächsten Bundestagswahl werden die sich wieder halbiert haben? Das sind ja keine Beruhigungspillen, das ist eine Einschätzung, keine inhaltliche Auseinandersetzung. Das ist eine Einschätzung des Bundeskanzlers, die ich teile. Wenn wir unseren Job gut machen, dann kriegen wir die AfD klein. Aber wenn es jetzt so ist, die SPD macht dann einen eigenen Antrag, um etwas davon unabhängig zu haben, und die AfD stimmt mit, was machen Sie dann? Ich erwarte, dass meine Partei und jeder von 400.000 SPD-Mitgliedern niemals mit AfD-Politikern kooperiert, mit den Absprachen trifft. Das ist eine rechtsextreme Partei. Wenn die die Mehrheit haben, dann wird dieses Land ganz anders aussehen. Und wir wissen, wie das Land aussieht, wenn Rechtsextreme hier die Mehrheit haben. Wir kommen direkt zum Industriestrompreis. Ja. Der Wirtschaftsminister möchte ihn, SPD-Bundestagsabgeordnete möchten ihn, der Kanzler bremst. Wie wird es ausgehen? Also es muss ja beschlossen werden, die Frage, ob wir diese Stromsenkung hinbekommen, bis zum Ende der Haushaltsberatung. Das ist ja sozusagen im Kontext der Haushaltsberatung muss es geklärt werden. Das heißt, ich kann Ihnen heute sagen, ich glaube, am 1. Dezember wird der Bundeshaushalt beschlossen, bis dahin muss es geklärt sein. Wenn Sie sich entscheiden müssten zwischen wichtigen Zukunftsinvestitionen und der Schuldenbremse, wären Sie dann auf der Seite der Zukunftsinvestitionen? Also wenn Christian Lindner mich jetzt morgen anruft und sagt, du, wollen wir nochmal 5 Milliarden für Schulen und Kitas zusätzlich zur Kindergrundsicherung in die Hand nehmen, würde ich sofort sagen, ja. Und wenn er dann sagt, dafür müssen wir die Schuldenbremse aussetzen, würde ich sofort sagen, dann machen wir das. Wir tickern das mal gleich an Herrn Lindner weiter, dass er sich diese 5 Milliarden schon mal zurechtlegt. Ja, schönen guten Abend, Herr Klingbeil. Glauben Sie, dass wir an dem Prinzip des Föderalismus im Bildungsbereich festhalten können? Man kann ja mal die Frage stellen, ob man in einer globalisierten Welt wirklich diesen Föderalismus aufrechterhalten will. Sie haben die Frage gestellt. Ja, ich weiß aber auch, wo die Grenzen sind. Und da ist es egal, ob das konservative, sozialdemokratische oder grüne Ministerpräsidenten sind. Fangen wir an mit dem ersten Foto. Unsere Frage an Sie wäre, wenn Sie sich aus eine Band aus Ihren Kabinettsmitgliedern zusammenstellen dürften, wer wäre mit dabei und spielt welches Instrument? Boah, das ist ja schwierig. Also, nee, ich mache was mit Paus und Linden alleine. Und Instrumente tauschen wir durch. Das ist dann fürs Teambuilding ganz gut. Wer singt? Ich habe ja früher gesungen. Aber ich weiß nicht, ob ich das. Ich habe mal, aber darf ich eine Anekdote erzählen? Haben wir dafür die Zeit? Ja. Ich habe ja mal mit Noripo Musik gemacht. Also es gab damals einen Bundestagskollegen der Linkspartei, der hörte auf, und dann haben wir eine Bundestagsband gegründet. Aber unsere Vorband, und das ist jetzt noch mal schöner, war damals Anmai Kantereit. Nachdem Spaniens Fußballpräsident Rubiales die WM-Spielerin Hermoso auf den Mund geküsst hat, sagte Rummenigge, das ist absolut okay. Wie finden Sie das? Ich finde es überhaupt nicht okay. Ich habe erstmal eine sehr klare Meinung dazu, dass ein Verbandsfunktionär und ein Präsident eine solche Geste macht. Und das ist total daneben. Das ist ein, finde ich, also es symbolisiert ja so, wie man denkt in dieser Situation, dass man denkt, man sei der Mächtige und man habe da die Kontrolle. Und ich finde es komplett daneben. Und das ist dann auch nicht mit so 2, 3 seichten Worten getan. Und ich finde auch, dass jeder im deutschen Fußball das genauso kommentieren sollte und das so sagen sollte. Und es geht gar nicht.